Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Jasmin. To die. Ja, hi. To die. To die. Wo ist er denn? So, wir wollten hier einmal den Tunnel erkunden. Vor mir ist gerade ein Zombie aufgeploppt. Der war aber eben noch nicht da. Möglicherweise ist es nicht nur ein Zombie. Sollte ich mir meine Kräfte einteilen? Oh. Oh, Perle. Dass du so freizügig hier reinkommst mit mir alleine in diesem... Oh, du hast einen Freund mitgebracht. Da stehe ich so gar nicht drauf. Tut mir leid. Das geht nicht. Also, nee. Zu zweit ja, aber... Nee. Hallo? Ja? Bin ich hier noch alleine? Nee. Nee, ich höre auch die ganze Zeit, dass hier einer rumbufft. Ich habe ein altes Sham-Sandwich gefunden. Da dieser Sandwich. Ist das über mir? Im Tunnel kann ja keiner sein, da war ich ja. Der ist ja clean. So. Aber so ganz sicher bin ich mir dann auch nicht, ob die sich da durchprügeln nach unten. Das ist auch eine schöne Hütte hier, hätten wir auch hingekonnt. Gott, woher wissen die denn, dass ich da bin? Die riechen dich. Ich glaube auch, ich sollte mal wieder duschen gehen. Ja. Dabei war ich erst letzten Monat. Sowas wäre noch cool, ey, so zum Waschen irgendwas. Ja, musst dich waschen, sonst kriegst du Pilz. Wobei, das wäre eigentlich ganz praktisch. Könnten wir die Pilze essen. Können wir bei mir ordentlich am Hintern schuppern? Vielleicht können wir da den einen oder anderen Pilz... Jawohl. Das hört sich fast an, als wenn du das nicht hören willst. Die Information. Was ist das? Lumpen. Lass dich nicht lumpen, das ist Metall. Ich bin drauf reingefallen. Lumpen. Düm, düm, düm. Der Keller ist ganz schön groß. Ey, keine Eier hier. Was ist das? Lumpen. Noch mehr Lumpen. Oh, wir haben uns gegenseitig geditscht. Komm mal her, du. Oh, komm mal her, du Kikiriki. Kikiriki. Hast du da etwa ein McNugget? Ja, schicken McNugget. Ha. Hast du für mich nachher auch ein McNugget? Vielleicht. Ich hab denn für dich auch ein bisschen Plastikmüll. Den liebst du doch so sehr. Den habe ich selber gerade gesammelt. Und Brechsand. Was kriege ich, wenn ich hier rauf haue? Plastik. Bleh. Ich bin überladen. Was können wir dagegen tun? Pflanzenfasern raus. Oh, könnt ihr mal eine Kartoffel essen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Noch was trinken? Ich würde tatsächlich sogar die zwei Steine rausschmeißen, denke ich. Oder Glas. Ich weiß nicht, was ich mit Glas soll. Ja. Wieso bin ich eigentlich immer unterladen, wenn ich... überladen, wenn ich unterwegs bin. Wieso bin ich immer unterladen, wenn ich überwegs bin? Ah, wo ist er? Ah, ich sehe nichts. Ich muss erst mal raus hier. Ich muss erst mal gucken, wo der ist. Bist du unterwegs? Ja. Ach so. Oh. Alter, Karamba, hab ich mich gerade erschrocken. Ah, wo ist er denn? Da war ich schon. Ich bin einfach mal rausgelaufen vor Panik. Hier sind tatsächlich relativ viele, also ich höre mega viele Zombies. Zombies. Hinten ist ein Kikiriki noch. Fang den McNugget. Ah. Was ist er denn jetzt? Hier ist auch irgendwo ein Zombie. Kikiriki, wo bist du hier? Achso, da draußen. Habe ich mich ja falsch eingebaut.
Ich habe Nahrung und Kohle. Seit wann hast du Kohle? Okay. So, ist verschlossen. Wie viel haben wir denn da? Hey, bin ich oh nein, das ist wieder so ein Rocker. Ich bin auch irgendwie blind hier gerade. Wieso so stürmisch, mein Freund? Er ist einfach durch die Tür geplumpst. Nein, das war ja so schlecht. Indianer! Also irgendwie bringt ihr mir Bogen. Der bringt mir nichts. Oh. Da lag ein muffiger Rucksack und ich habe gut was rausgeholt. Alter, ich sah ja, Highground. Ja. Hier geht's ab. Hier ist richtig was zu holen. Ey, was ist das? Ich hab den Rocker geschafft. Hammelfleisch. Wäre nicht angeben, aber das war mein Verdienst. Ich durchforste hier noch ein bisschen die Küche. Ja. Nichts Brauchbares. Was bringt das? Ausdauer, Wiederherstellung, Verdauung. 4 Minuten. So eine Testosteronspritze wäre nochmal cool. Leer. Kaffeepulver. Oh, Honig habe ich gekriegt. Leeres altes Waschbecken. Oh, ich war noch in der Hocke. Ich guck mal im Kühlschrank, ob die was zu essen haben. Oh ja, das für dich. Ich hab dir was richtig Feines rausgenommen, du. Feinschmecker, Gourmet-Essen. Ich sollte vielleicht nochmal was trinken. Wieder immer noch Hunger, ey. Doch gerade was gegessen. Hallo, junge Dame. Sie ist mir voll entgegengesprungen. Wie beim Baseball. Au, aua, was... Hör auf, was ist, das ist ja widerlich. Hör auf zu krabbeln. Das war neu. Oh Gott, wie viele seid ihr denn? Einer weniger. Haben wir hier draußen noch wen? Nee, schön. Ah, weißt du, was richtig cool ist? Ich hab ja mal ein Fahrrad dabei. Oh, da läuft das Chicken. Sollte ich vielleicht schon mal was ins Fahrrad packen? Weil ich bin ja 5 überladen, ne? Warte. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Ja klar, ich werde ja stauraumlos. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja klar, ich werde doch stauraumlos. Ja, ich habe Heidelbeeren gefunden. Habe ich mal mitgenommen. 2. Da ist mein Fahrrad. So, warte mal, wenn wir den so und dann da. So was können wir dann aussortieren. Wir werden definitiv, was kriegen wir denn nicht da drinne? Leder. Der Hohn ist einfach zu schnell. Die Mod. Das andere war ein Rezept, das habe ich gelernt. Heidelbeeren werde ich da drinnen jetzt auch nicht finden. Aloe Vera Creme packe ich mal raus. Tierfett ist auf jeden Fall nicht da drinnen. Mais wahrscheinlich auch nicht. Aloe Vera Samen. Gut, Gammelfleisch kann halt sein. Kaffeebohnen. Fleisch wird da nicht sein. Ups. So. Und schon bin ich nicht mehr überladen. Hier war ja zu. Sah so aus. Jasmin. Ingeborg. Yeah. Das sah so aus wie... Oh, oh. Ich habe meinen Knüppel noch nicht repariert. Lippo. Danke fürs Warten. Oh. Wo ist denn die Krankenschwester? Krankenschwester. Ja, gnädigste, da sind sie wohl über den Stuhl gefallen, wa? Schade, das Huhn ist weg. Die ist pervers, Jasmin!
Hier ist eine Perverse, die riecht am Stuhl. Ich kann das gar nicht glauben, dass da noch einer so stinkt. Nein, die riecht am Stuhl. Ja, sicher. Da hat bestimmt einer auf hier vor. Ja, du. Ich nicht. Unterstehe dich. Ich nehme mal die Lumpen auch mit, einfach weil ich sie sowieso schon in der Tasche habe. Achso, Bilder. Sind hier Bilder? Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ein Flatscreen. Muss jetzt erstmal was zu essen kochen. Ich wusste schon immer, LCD-Fernseher bringt Plastik. War das über mir? Nicht so eine Lampen abbauen, dass wir auch welche haben? Weiß nicht, was für Lampen du meinst. So Deckenlampen eigentlich in Wohnung. Also können wir die rein theoretisch vielleicht abbauen und bei uns aufhängen? Aber die leuchten ja nicht, ne? Ah, egal. Never mind, Jasmin. Never mind. Never mind. Aber hier ist ein Bauarbeiter. Au, der hat mich geschlagen. Anzeige ist raus. Das sag ich der Polizei. Was ist das hier? Die Haustür vielleicht? Ah, da war ich schon. Ja, durchforsten wir erstmal unten, ne? Achso, das ist wieder draußen. Aber die ist auch verschlossen. Die ist schon ein bisschen kaputt. Aber hier ist keiner drin. Da, da, da. Oh, ich habe was gefunden. Na, endlich. Sperrjäger, Band 6. Darf ich lernen oder möchtest du? Mach mal. Okay. Ich muss hier immer was gucken. Kältewiderstand in eine Mütze oder Mützenmod. Ja, Stühle brauchen wir nicht, ne? Okay. Ich klau mal den Heizkörper. Irgendwer ist gerade durchgebrochen. 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 Oh mein Gott, Tine Wittler war hier im Schrank versteckt. Oh, junge Dame. Das ist jetzt kein Anblick gewesen, den ich haben wollte. Nicht? Nee, nee, nee. Die war mir ein bisschen zu bereitwillig. So, Schaufel. Ich habe nochmal Kies gefunden. Ich habe auch so einiges noch gefunden hier. Aber wo? Was wo? Ne, hier sind noch welche, aber wo? Ist das nicht der Raum? So, ihr seid schon hier. Wie viele seid ihr? Oh. Ich habe mir mal ein paar Weiber aufs Zimmer bestellt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Nee, nee. Machen wir mal die Tür zu. Die wichtige Hälfte ist drinne. Oh, ich feiere mich selbst. Das ist schön. Ja, zumindest hat einer hier Spaß. Tut mir leid an die Zuschauer, die das jetzt sehen müssen. Ich hab auch Spaß, ich konzentriere mich einfach nur. Oh. Alter, ich hab dich zuerst gehört, bevor du überhaupt im Mikro zu hören warst. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Hat man gar nicht gemerkt. Oh, ein Glück. Ich dachte, meine dezenten Spackdicken im Gesicht hätte man gesehen. Die ganze Zeit. Okay, warum auch immer, die haben hier eine Leiter vom Badezimmer, also von der Toilette zum Dach.
Wo sind denn die Federn schon wieder? Ach, Dachboden. Warum hier? Also ich packe jetzt die Federn dann da. Ja, teilweise tun mir ja Zuschauer leid, die mich so sehen müssen. Oh, ich habe Hunger. Das ist jetzt aber schlecht. Ich könnte das essen, eine Dose Lachs. Lachs. Ich esse mal eine Dose Lachs. Iss mal. Ich wollte eigentlich ganz viel Obstsachenmäßig was holen. Gemüsemäßig. Also Mais, Kartoffeln. Aber jetzt bin ich irgendwie schon wieder voll. Ich glaube, ich muss meine Loot-Crew gleich abbrechen. Oh. Muss ich einmal kurz was trinken. Kleinen Moment, junger Mann. Geht gleich weiter. Kein Blut, das ist ja frech. Hier bin ich. Da ist er. Wie doof er ist. So. Ja, wo ist das Happer? Wo ist das Happer? Hier ist das Happer. Ich koch mal diesen Tee jetzt. Nochmal. Oh. Ich dachte, wir spielen noch ein bisschen. Hä? Hier ist ein Vogelnest auf Dachboden. Und da sind 7 Federn drin. Das ist gut, oder? Ja, Federn, Eier wären ganz gut. Ich hab Eier. Nee, hab ich doch nicht. Goodness. Ich hab keine Eier. Verflixt. Hilfe. Hier war ich... Nicht, ne? Doch. Tür ist ja offen. Kommen wir nicht hoch. So, was haben wir hier noch Feines? In eine Werkzeugkiste. Oh, das ist gut. Irgendeine Mod drinne. Oder Bauteile? Stahlwerkzeugteile. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Rezepte. Eine Knarre, eine Stahlaxt, eine Stahlschaufel oder eine Stahlspitzhacke. Was brauche ich dafür? Ja, da musst du einen Bauplan für finden, sonst kannst du es nicht bauen. Alles Baupläne. Alle Baupläne. Alles Baupläne. Ich glaube, es wäre im Bereich des Möglichen. Habe ich auch nichts übersehen. Dass ich hier alles gelootet habe. Oh, ich bin so parkourmäßig auf die Tür raufgesprungen. Und von der dann runter. Aber da war ich noch nicht, ne? Oh, hier ist ein Haufen Munition. Ja, ich brauche Essen. Also, wie man es nimmt, ne? In dem Haufen Munition waren 4 Patronen. Ein riesiger Haufen Munition. Ups, mit drei. So, die Tür ist entriegelt. Wer erwartet uns hier? Und hinter Tür Nummer 1 sehen wir Hans Werner. Ihr Herzblatt. Im Vollsuff, wie er fassungslos auf dem Boden liegt. Und sie fragt, wie er hier hingekommen ist. Ich habe hier nochmal eine Jagdmesser-Mod. Ich nehme die mit. Die musst du lernen, weil ich habe die schon. Ja, sonst war hier nichts Besonderes. Hier habe ich noch ein Balcony. Aber auch auf dem Balcony ist nichts Besonderes. Durchsuche Kleiderhaufen. Klar, nehmen wir mit. Ein Nähset. Ach,
dann war ich ja hier doch noch nicht drin. Ich dachte, weil die Tür auf war. Aber hier gibt's nichts. So, ist das Stein? Es ist Holz. Lass mich nicht auch mal diese Wand hier ein, ja? Mach mal. Ich finde hier echt ein Essen, ey. Ingeborg, Ingeborg. Du musst doch was essen. Ah. Ach, hier bin ich. Cool. Lumpen. Oh, ich habe Hunger. Ich habe nur noch dieses Scham-Sandwich, das angebissene. Bringt mir 15, es kostet mich Gesundheit. Und ich krieg davon 12% Durchfall. Ja, was machst du denn, wenn du den Schiss hast? Keine Ahnung. Kacken? Schätze ich. So, ich hab die Hütte durch hier. Alles leer, so ein... Ach, hier ist noch ein Safe, aber den kann ich ja nicht, weil ich habe keine Tresore, keine Dietriche. Alles leer. Irgendwo was drunter? Nee. Nee. Nee, sagt er. Aber hier nee. Ist noch eine Maispflanze, die habe ich noch nie abgeerntet. Nein. Nee. Was kriege ich denn, wenn ich den hier schlage? Nix. Alles leer hier, was hier liegt. Ja. Hier geht's noch weiter. Aber ich bin halt absolut voll beladen, ne? Hm. Das ist halt ein bisschen doof. Ein ganz kleines bisschen. Ja, mach's. Keine Ausdauer, ich trinke mal einen Day. So. Ist das nicht zum Abbauen? Ach, das ist doch blöd hier. Was bin ich denn jetzt hier? Okay. Ich habe ein Rohr gekriegt. Ich habe hier mit Werkzeug rumgehantiert und dann habe ich direkt ein Rohr gekriegt. Ach, hier krabbelt was auf mich zu. Hat sich erledigt. Hallo, Teuerste. Hä, wieso? Er hat doch eben, hat er doch... Du denn? Warte mal kurz. Also nicht du, sondern Tida. So. Ja, ich hab das nicht raus. Bleib doch liegen. Sonn dich ein bisschen. Ist so schönes Wetter. Keine Eier. Sie auch nicht. Oh, jetzt eins. Muss ich hier so einen genauen Punkt erwischen? Was brauch ich denn da? Messing? Cool. Das hier? Ne, das Stein. Dann klauen wir hier noch das Feuerholz, bevor die Leute wiederkommen. So. Und wir machen den Zaun kaputt, damit die Zombies da reinkommen. Wenn die aus dem Urlaub kommen, die werden sich wundern. So. Wir haben aber sonst hier nichts weiter, ne? Hm. Was ist das hier? Kartoffelpflanze. Boah, ich bin so blind. Ich sehe die Kartoffelpflanze vor lauter Büschen nicht. Büschen. Ups, das war Holz. Nee, das war Gras. Wir brauchen das. Ist das hier nur Rasen? Dann gehe ich das Feld hier nochmal durch, wa? Hier ist noch eine. Wieso bist du so schnell? Ist doch gar nicht Nacht. Ich?
teuerste. Oh, ja, ich mag da ja gar nicht hingucken. So. Das haben wir erledigt. Goldrutenpflanze. Goldruten. Tee. Kannst du mir einmal eben... Warte, steht das hier nicht mit bei? Beschleunigt die Erholung von Durchfall erheblich. Ich weiß ja nicht, ich habe ja keinen Durchfall, ne? Und wenn... Ha, lass laufen. Läuft das jo bei mir? Chrysanthemen haben wir auch, ne? Oder haben wir nicht? Aber da hast du Tee draus gemacht, ne? Ja. Da habe ich mal eingesteckt. Da ist eine Hase gewesen. Dann nehme ich die anderen aber auch noch mit hier. Den, da, und hier, und jenes, und welches. Und dieses. Haben wir hier noch eine Kartoffelpflanze? Inge! Inge! Ruhig. Inge! Ruhig. Inge! Wo ist das? Wo ist denn das Kanicke jetzt denn hier? Inge! Ja, scheiße, das ist weg. Inge. Was ist denn? Inge. Haben wir hier noch Kartoffelpflanzen auf dem Acker? Weiß ich nicht. Hm. Hast du auch nicht mehr geguckt, ne? Nee. Menno, hier war doch ein Hase. Kann man eigentlich... Wieso habe ich eigentlich keine Kartoffelsamen gekriegt? Was ist denn das für eine Grütze? Ich habe nicht einmal Kartoffelsamen bekommen. Aber 10 Kartoffeln. Hat der die Samen fallen lassen, möglicherweise? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hier weggehauen habe, ne? Irgendwo hier vorne. Oh, Schande über mich und mein Haupt. Wie ist das beim Mais? 2 Maiskolben. Ich habe auch keine Maissamen. Gar nicht. So, also so überhaupt nicht. Habe ich im Fahrrad Maissamen? Nö. Ich bin dezent enttäuscht. Habe ich schon wieder Punkte? Auch nicht. Ach Gott. Kann ich im Briefkasten durchsuchen? Oh, hier ist ein Buch drinne. Nadel und Faden, Band 2. Beinkleider. Findest du deine Hose nicht? Kein Problem. Wir sind für dich da. Lies dieses Buch und nähe deine eigene Denim-Jeans, Röcke und Overalls. Habe ich gelernt. Bernd? Ich hab's gebernt. Ne? Bernd. Ja, wenn du jetzt mal keinen Schlüpper hast, ne, dann sagst du mir Bescheid. Ich nähe dir einen. Mir? Erstmal nähe ich dir einen Stringtanga. Da brauchst du ja nicht so viel Stoff. Ja, wieso? 2 Fäden, die knotest du einmal so zum Kreis und dann verbindest du 2 Enden. 2 Enden? Naja, also vom Kreis das Ende. Die gegenüberliegenden Seiten vom Kreis. Emden. Emden? Das ist, glaube ich, bei Hannover, ne? Ende. Wie Ende? Wir haben noch. Ein bisschen haben wir noch. Muss ja auch noch nach Hause kommen. Und mein Fahrrad ausräumen. Ich habe ja alles auf dem Gepäckträger, weißt du? Ich habe so einen Militär-Sound. So ein Trommeln. Ist hier schützenfest? Bestimmt. Ich muss einmal kurz noch einen Stopp hier einlegen, sowieso. Ich habe doch leere Gläser. Und einmal trübes Wasser.
Ich habe einen Barsch gefangen. Ich denke, da sind keine Fische. Nee, ja, der ist in meinem trüben Glas mit Wasser. Sagt wer? Ich. Wir sind ja immer noch Tag 9. Habe ich Tag 9 hier schon in den Müll geguckt? Ach, Mann, Scheiß Fußgänger. Hat nicht mal ein Fahrrad, die Alte. Oh, oh, mit dem Essen ist aber... Finde ich. Hm? Mit dem Essen, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich habe ein bisschen was. Ja, ich hätte einen Hasen haben können, aber der war so schnell wieder weg. Bist du zu Hause, Ingeborg? Nee. Bist du noch unterwegs? Yep. Mhm. So, so. Hast du denn gekocht? Hast du Bäume gefällt? Hatten wir nur zwei? Ich glaube, nächstes Mal muss ich das Kabel wieder ranmachen hier. Okay. Hast du gekocht, bevor du los bist? Ich habe Geld gefunden. Ignorierst du mich? Nein. Ich habe mich nur gerade konzentriert. Konzentriert? Ja, da lag eine Handtasche. Stand ein Name hier drauf? Ich... Nein, und da war Geld drin. Jetzt habe ich das Fleisch in meinem Fahrrad drin. Dann koche ich erstmal trübes Wasser ab. Max. So. Den da rein. Das da rein. Jetzt wacke ich mir noch mal ein bisschen was ab. So. Messinghalskörper, den können wir einschmelzen. Das kommt da mit rein. Ich habe mal das Buch, was du lernen sollst. Habe ich mal hier ganz oben links in die Kiste gepackt. Das ist der Ballonmützenmod. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. So, was fehlt jetzt noch? Das Blei, das haben wir alles eingeschmolzen, ne? Die letzten Male. Ich hab, glaube ich, noch was. Ein Messingheizpulver und Blei. Ne, Blei habe ich in irgendeine Kiste gepackt gehabt. Angelblei oder das gekräuselte? Ja, ich glaube, das Angelblei. So, was habe ich denn hier nicht zum Abheben? Aber. Kleber. Da bist du jetzt drin, ne? Dann willst du in die Kiste, wo ich gerade bin. Was kann man denn mit dem Geld überhaupt machen? Beim Händler kannst du Sachen kaufen oder das Geld verkaufen. Also zum Händler auf jeden Fall, denke ich. Hm. Ich habe doch hier eben was gesehen. Achso, hier. Ach, da bist du jetzt dran. Das ist eine Armbrust. Da haben wir noch alle Munition, Rohrbomben. So. Das passt nicht.
Ja, hier sind nochmal 10 leere Wassergläser. So, dann können wir noch 3 Zimmer Wasser holen. Ich habe auch noch 4 hier. Achso, da bist du jetzt drin. Rezepte für den Schneeball. Trübes Wasser. Man benötigt einen Krug. Oh, das ist ja praktisch. Hm. Ja. Mhm. Ach, koch mal das Ei ab. Dann haben wir das. Was kann ich hier raus machen? Und Sandwich. gekochter Maiskolben. Ah, dieses komische Getränk hier, dieses blaue, ne? Wenn Wasser 34 und Ausdauerwiederherstellung 15%. Welches? Dieses blaue da, wovon wir 3 haben. Ach, das ist Bier. Das, was ich jetzt gucke. Das Bier? Nee, ich meine dieses andere hier, dieses Yucca-Saft oder wie das heißt. Hier gegen Durchfall hilft dieses Goldtrudentee. Ja. Ich glaube, den können wir auch selber machen mit diesem gelben Zeug. Ja. Hast du jetzt mein Ei geklaut? Ja. Warum? Ich musste essen. Ich bin schon rot, Patrick. Ja, Jasmin. Und ich habe gerade gesagt, ich koche mir mal mein Ei. Hast du das gesagt? Ja. Ja, du musst auch mit mir reden, ne? Reden und zuhören, ne? Zwei verschiedene Dinge. So, geh mal raus aus dem Feuer hier. Ich habe aber hier gekochten Maiskolben und gebackene Kartoffeln noch gemacht, ne? Du weißt schon, dass ich schon... So. Bin doch schon längst wieder fertig. Bis du so weit bist, so. Möchtest du was? Ich hab was für dich. Iss mal das hier. Oh, lecker. Ja, ne? Den mag ich ja sogar in echt. Und? Pass auf, ich hab noch was für dich. Eine Lektüre. Die musst du lesen. Messer. Achso. Was muss ich da machen? A drücken. Und jetzt? Hast du gelernt? Jetzt ist das Messer weg. Genau, jetzt hast du das gelernt, jetzt kannst du Jagdmesser herstellen. Okay, aha. Aber wo steht das denn, wie ich das machen kann? Alter. Weißt du noch, was wir aus Leder, Tierfett machen? Holz, Klebeband. Okay, Tierfett kann Leder. Man essen. Gibt's keine Rezepte zu? Geschmiedetes Eisen brauche ich. Leder und Klebeband. Klebeband haben wir nur eins. Wie viel brauche ich denn davon? Ei, ja super. Kann ich das ja gar nicht machen. Hatten wir nicht eigentlich mehr Klebeband?
Klebeband haben wir eins, aber ich kann welches herstellen, wenn du willst. Man hört die ganze Zeit nur die Kisten. Nee, alles gut, ich mach das Messer dann, wenn wir das haben. Und zwar für Klebeband brauchen wir Stofffetzen und Kleber. Ja, das haben wir ja. Warte mal, Kleber. Und Kleber machen wir aus trübes Wasser und Knochen. Ja, aber können wir nicht erstmal eine Metalltür für vorne unten machen? Kannst du das hier noch lesen? Oder ich lese das einfach. Was? Schon gut. Hä, wir haben keinen Kleber. Ja, 10 Stück. Was? Ja, muss man hier auch aufmachen. Ja, lass mich nochmal reingucken. Ich husche nochmal rein. Ah ja. Das sieht interessant aus. Ja, sogar welches geholte eben. Ja, das, das sieht wirklich so aus wie... Kleber. Kleber. So. Was haben wir denn machen jetzt wir denn diese Metalltür da? Was brauchen wir denn für die? Warte mal. Ja, ich hab gerade gesehen. Guck. Ich weiß gar nicht, wo ich da gucken muss. Eisentür, ne? 10 geschmiedete Eisen. Wo steht denn das? Da kannst du doch oben so ein Suchfeld eingeben. Ja, ja. Aber Eisentür stand hier eigentlich auch mit bei. Hast du dieses... das haben wir doch hinten drin, oder nicht? Geschmiedetes Eisen... Wie ja, viel in der brauchen, Kiste, wie viel, ja, wie viel 10. brauchen die Tür? 10. Das ist doch da in der Kiste, in der oben rechts. 10 Stück, genau. Aber es ist nur eine Tür, ne? Warte mal. Ich brauche einmal kurz... Was denn? Ich muss einmal hier Eisen einschmelzen, sonst können wir die Barren nicht machen. Ja. Dem ist leider so, Jasmin. Den... Guck mich nicht so an. Was können wir nicht? Was? Hä? Guck mich nicht so an. Ja, was hast ich du muss, gerade ich gesagt? Ich muss das Eisen einschmelzen, sonst kann ich kein geschmiedetes Eisen mehr herstellen. Ja. Nein, guck mich nicht an. Wir müssen 2 Türen machen, also brauchen wir 20 mal dieses geschmiedete Eisen. Wieso müssen wir 2 machen? Oder wie groß ist so eine? Aber wir haben noch 10 mal Eisen. Geschmiedetes Eisen. Ja, wir können ja neues machen. Wir werden ja immer wieder welches brauchen, denke ich mal. Also kann ich das jetzt verwenden? Ja, 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 ja. Für die Tür. Ja, ach. Ja, 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 ja. Du hier aus dem Quark kommst, Junge, ey. Oh, das dauert aber lange. So, angenommen, wir würden sagen, wir machen hier so ein bisschen Garten. Vielleicht nach hier ausbauen. Dass wir vorne unsere Schlachten führen und hinten also Lager und so oder Lagereinhör. Kann man nicht eigentlich noch so eine noch mal so einen Zaun bauen? Nur ein Stück weit davor? Wie so eine Mauer?
Du meinst, dass die immer durch einen durch müssen? Ja. Ja, wird aber mega viel Ressourcen brauchen und wenig bringen, weil letztendlich kommt die ja überall, also die schlagen ja dann überall gegen. Ja, aber komm halt später durch und dann hast du nur vorne Heile zu machen vielleicht. Nee, die kommen ja von allen Seiten. Die hauen ja dann alle Seiten kaputt, das meine ich. Ja, ich meine, einmal rum. Ja, aber die kommen ja von allen vier Seiten, wenn der Blutmond ist. Ja. Und die schlagen alle vier Seiten kaputt. Ja, das ist mir klar. Aber bis sie da erstmal durch sind. Ich weiß nicht. Derzeit könnte man schon viele abknallen und unser Hauptzaun bleibt heile. Oder halt nicht ganz so durchschrott. Naja. Ist wieder nicht deine Idee, also es ist kacke, ne? Nee, ich finde die generell nicht so gut, die Idee. Weil es halt viele Ressourcen braucht und das könnte man vielleicht später nochmal machen. Weißt du? So, jetzt mache ich einfach mal die Tür. Würde er das zulassen oder würde er sagen? Ist das nicht? Ich glaube, wir brauchen noch eine. Eine was? Ach so, das meinst du mit zwei Türen? Ich dachte, du wolltest die unten reinmachen. Ich hab's extra. Guck dir die Aufnahmen an. Ich hab's extra versucht, dir so zu beschreiben, dass du verstehst, wo die hin sollen. Da hast du dir aber keine Mühe gegeben beim Versuch. Doch. Wieso soll ich unten eine reinmachen, wenn da unten schon immer eine ist? Ich dachte, du willst die austauschen gegen eine bessere. Eins, zwei, drei. Sind das nur drei? Eins. Ach so, schmiedest du gerade Dings? Vier. Eisen? Ja. Ja. Nee, ich schmelze gerade nur Eisen ein. Ja. So, mit denen wir sehen, Copy Shapen. Und wie schmiedet man das? Mit Lehm. Mit Lehm. Na, du musst. Kann ich mir da jetzt 10 machen? Nochmal? Ja, du gehst jetzt. Ja, ich bin schon da. Kann ich mir 10 machen? 10. Taschenlampe, Beistell, Tischlampe, Waffentaschenlampen-Mod. Helm. Bergbauhelm. Helmlicht-Mod. Achso, ja, cool. Ich kann es herstellen, aber wir brauchen dafür eine Werkbank. Die haben wir nicht. Ja, toll. Wie kriegt man die denn? Muss man die sich auch jetzt noch bauen? Ja, musst du freischalten. Freischalten? Ja, du musst freischalten. Du musst freischalten, Inge. Inge, man hat doch nicht einfach so eine Werkbank. Glaubst du, im echten Leben gehst du los, einkaufen und zum Baumarkt holst dir eine Werkbank? Da musst du erstmal fortgeschrittener Ingenieur studieren. Inge. Au, 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 Inge. Inge? So. Jetzt mal. Indianer. Das waren Indianer. Naja. Das waren Indianer. War nicht die Truhen kaputt hier. Ich hab hier nur meinen Jutebeutel. Nee, du hast es schon gut abgefedert. So, jetzt habe ich hier die Tür. Oh, ich hab keinen mehr. Ja. Ja, oh, 50 Minuten, Jasmin.
50 Minuten. Wir waren looten, wir waren Zombies verprügeln, wir waren... Du hast rumgekreischt wie Mädchen, weil du dich erschrocken hast. Ja, ich vor allem. Ja, ja. Hm. Und, ich hab gebaut. Ja. Ich würde gerne jetzt noch viel weiter bauen. Also ich mache jetzt noch die Tür und dann gehe ich auch ins Bett. Ja, dann müssen wir schlafen. Nee, du kannst ja noch wach bleiben. Ich muss ja arbeiten. Oh Gott, ey. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen, Jasmin. Ah, mein ja. Leben ist ein Trümmerhaufen. Ich kann einfach nicht mehr. Warte mal. Warte doch mal. Guck mal. Bleib doch mal stehen. Ich will an den Glocken klingeln. Bleib hier. Wieso bist du so schnell? Bleib hier. Jasmin. Bleib doch mal bei mir. Ha! Ding dang dong. Voll wegen dir habe ich Hunger. Ey! Hi. Verdammt. Ja, anders komme ich da immer nicht runter, ey. So, wollen wir uns das noch schnell angucken, wie Ingeborg die Tür setzt? Das Spektakel gucken wir uns an. Wieso machst du die Tür kaputt? Weil ich kann. Hä, aber wir brauchen die Tür, Inge. Wir brauchen die Tür. So. Jetzt haben wir hier... Hättest du die eine Tür nicht drehen können, dass die beide nach außen aufgehen? Geht doch. Nee. Ja. Ja, aber die andere geht zur Mitte auf. Hä, was bist du... Das sieht doch doof aus. Warum hast du die nicht gedreht? Das ist doch egal. Hä, dann wäre die aber nicht zu dieser Seite aufgegangen. Doch, du kannst sie drehen. Ist doch egal. Das ist eine Tür. Boah, wenn ich das schon höre... Ich gegen dein Fahrrad, ey. Lass mein Fahrrad da aus dem Spiel. Wenn ich das schon höre, es ist nur eine Tür. Jetzt bleib in deinem Schuppen. Und denk drüber nach, was du getan hast. Huch, ich habe keine mehr. Danke. Dafür habe ich jetzt wieder welche. Gib mir mein Stuff wieder. Inge. Inge, sei nicht so. Inge, es tut mir leid. Inge? Wieso sind die bei dir schon fertig, Holz? Weil ich's kann. Mit 500 HP. Hör auf. Ja, bei mir sind die Rahmenformen einfach so wie... Ich schneidert nicht. So einige sind das die, die du von mir geklaut hast jetzt? Nein. Ah, dann schnall ich das. Okay. Was denn hier? Nichts. 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 Da kommt die nie rüber. Da oben liegt ja irgendwas auf dem Dachboden. Da war ich schon dran. Ist leer. Ist leer. Ich muss hier nochmal vernünftig bauen hier, wegen meinem Fahrradstellplatz. Hör auf, dich an dem Holzblock zu rubbeln, Inge. Was sollen die Leute sagen? So. Das war's heute wieder mit 7 Days to Die. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Ich am meisten. Danke überhaupt für die ganzen guten Tipps, Kommis und Likes. Für die netten Kommentare. Ja.
Da haben wir uns sehr gefreut. Der eine hat ja auch geschrieben gehabt. Da bin ich mir aber noch unsicher, wegen Fallschaden, ne? Mit diesen, also wir müssen hier vorne die Stangen wegnehmen. Der eine hat geschrieben, die haben einen Bunker gebaut. Und die Zombies, also vor dem Bunker haben sie ein tiefes Loch gemacht. Und da sind die Zombies reingefallen und dann Fallschaden gestorben. Ja. Müssten wir hier vorne das Holz noch wegnehmen von dem Balken, den ich da gesetzt habe. Dass wir die Stangen hier wieder wegmachen, den Vorsprung wegmachen und dann hier vielleicht runterbuddeln. Ja. Und dann vielleicht diese Klingenfalle, die ich gesehen habe, damit reinsetzen. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall hatten wir viele schöne Kommentare dabei. Hat mich voll gefreut. Wie so ein kleines Mädchen. Es wird schon wieder zu lange. Ja. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.